Befreiung des Waldes? Das ist die, wo du die ganzen Streifenpunkte suchen musstest. Die du eigentlich gemacht hast, also... Ja, dann habe ich die vielleicht schon gemacht. Ja, du warst hier noch nicht drin. Wir haben die Quest hier noch nicht gemacht, die Bibel ist von Enidwight. Hast du denn bei Idril hier drüben alle Quests angenommen, die da waren? Bei wem? Na, reit man mal schnell zu Idril hier zurück. Ihr müsst mir auch sagen, wenn ihr irgendwelche Quests annimmt. Ja, immer alle Quests, die da sind, da annehmen. In der Regel. Aber die Regel haben doch nur Frauen. Achtung, der kam flach. In der Regel haben Wikinger rote Bärte. Ja, aber ich bitte dich, also flache Witze sollte man bei mir mittlerweile gewöhnt sein. Ja, gut, das stimmt. Viele Männer standen an den Hängen und pisten. Komm, noch ein. Sind wir hier richtig? Ihr müsst zu mir kommen, da wo ich bin. Ich weiß ja nicht, wo er hinreitet. Ach, ich reite hinter... Nee, das war ein Fehler. Hinter Sodaka zu reiten, das war ein Fehler. Das ist immer ein Fehler. Und die hoch, reite. Genau. Weiter so treu doof hinter dem her, ey. Nee, das kann doch nicht. So, hast du jetzt hier oben eine Aufgabe? Nee. Willkommen. Warum nicht? Scheiße. Wir sind auf den guten Willen der Uchluf in Lanuch angewiesen. Also am Rande des Waldes habe ich noch die Aufgabe. Nähert euch den Toren von Lanuch. Ja, die habe ich auch. Was ist euer Anliegen bei der Grauen Schar? Etwas verwirrt. Hat das vielleicht doch etwas mit der Dame zu tun? Nee, die hat die vorher schon gekriegt, die Quest. Die hatte ich hier bei, keine Ahnung, Idrinfair oder sowas, hatte ich die angenommen, die Quest. Befreiung des Waldes. Und wie gesagt, die kam direkt nach der Quest, wo wir die ganzen Streifenpunkte vorher abgesucht haben. Kleine Wunder, was ist ein kleine Wunder? Oh. Ist das auch eine Quest? Kleine Stiefel oder kleiner... Startet NPC, kleine Stiefel oder kleiner Bogen. So. Das ist dann die Aufgabe, kleine Wunder. Ja, aber die Dinge haben wir doch gefunden. Dann die Folgeaufgabe ist... Halblinge in den Hügeln. Findet die Hobbits von Enidwight. Das haben wir ja gehabt. Das hast du ja gemacht. Letztes. Ja. So. Ich bin nur... Also ich weiß auch nicht weiter, weil die Quest mit den Streifenpunkten davor, die haben wir ja gemacht gehabt das letzte Mal. Ach Mist, ich war doch drauf. Kommt doch keine Folgeaufgabe, also das ist die letzte der Reihe, sag ich mal. Okay. Können wir theoretisch auslassen. Gut, dann lassen wir die aus, oder? Und dann machen wir an der anderen Stelle weiter. Okay, das dann machen wir die Bilder von Enidwight, breche ich dann ab. Das heißt, bei den Hobbits hätte ich die irgendwo annehmen müssen, oder was? Nee, hier bei Idrinfair hätte ich die annehmen müssen. Aber genau, wenn ich die abbreche, dann hat er die wieder. Nö, bei mir. Ich kann mit dem nur handeln. Schade, okay. Also ich habe noch die Zweifel, also das ist uninteressant. Ja, dann am Rande der Wildnis, ne? Nähert euch den Toren von Lanuch. Machen wir da weiter, ist ja nicht schlimm. Ja, genau. Genau, da können wir jetzt runterreiten zu dem Stallmeister, der hier unten irgendwo ist. Nee, gar, wir können hochreiten zu den Hobbits, der ist ja auch ein Stallmeister.
Dann mit der Schnellreise hinreiten, ne? Ich habe aktuell 2 Ohrwürmer im Kopf. Also, wer es noch nicht weiß, ich arbeite ja im Kino. Und darf dann immer, während der Abspann läuft, die Seele sauber machen. Und da ist ein Ohrwurm ist vom Tribute von Panem aktuell. Ich habe hier eine Quest. Ach, das war die. Ja, nee, ist uninteressant. Das war die mit dem blöden Tabak. Die habe ich abgebrochen. Durch den Ach, die. Gut, dann brech die auch ab, oder was? Ein Vetter aus dem Norden. Ja, du kannst nach Hobbingen und dir da Tabak kaufen, aber. Kannst du überall hin, wo ein Händler steht. Ja. Okay, und hier reisen wir jetzt nach Lanuch. Ja, schnelle Reise. Im Mautulhau. Ich hätte auch einfach eine Mithrilmünze zahlen können. Hättest du auch machen können, hättest du nur auf uns warten müssen. Nee, dieses, also sie singt im Film, singt die Hauptdarstellerin halt ein Lied, woraufhin dann die Bevölkerung, die da mit im Hintergrund ist, mit drauf einsteigt. Ich kann das nur so beschreiben, weil ich habe weder den einen noch den anderen noch den dritten Teil gesehen. Wo bist du, Bello? Ja, wie gesagt, ich muss die ganz normal hinreiten. Ich bin kein VIP, ich habe keine Schnellreise. Ich hatte jetzt Schnellreise, weil... Ah, du warst noch nie hier, kann das sein? Doch, ich war schon mal da, aber wie gesagt, ich bin kein VIP, ich habe keine Sofort-Hinreise. Ich muss da so hinreiten. Aha, okay. Nee, dann warte. Nicht. Kann ich doch... Nee, ich kann dich nicht in Ruhe. Bello, wir fahren nach... Ah, nee. Was? Ich dachte, rufen wolltest du, deswegen. Also hier hast du auf jeden Fall einen Ring rüber, ja? Ja. Okay, das ist schon mal wichtig. Aber ist das, also ich muss mit dem dann hier reden, oder was? Ja. Okay. Ich rauch mal was von dem tollen Tabak, den ich geschenkt gekriegt habe. Ist ja auch nur einmal. Na gut. Da rauchst du irgendwie so eine Figur nachher am Ende. Hast du jetzt so einen Balken, ne? Ja, ich habe das Interface jetzt gerade mal ausgeblendet, dass man es schöner sehen kann. Jetzt kommt die Figur. Oh, schau mal, ein Vögelchen. Cool. Da gibt's noch andere. Ein Schiff gibt's. Ja, genau, diese Gandalf-Figuren quasi. Ein Drache gibt's auch. Ein Drache, ein Drache. Und ich hab ihn gesehen. Weiter weiß ich den Text leider nicht. Wisst ihr, woher das ist? Nee. Du, Letos? Sagt mir jetzt nichts. Ist aus Elliot, das Schmunzelmonster. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Dachte, gesehen, aus Drachenzähmen leicht gemacht. Nee. was hatte ich letztens noch? Ach genau. Heute bei der Arbeit fiel mir der ein. Ich weiß nicht warum, aber fing ich auf einmal an im Kopf zu singen. RETTUNG. Rettungshilfsvereinigung. Himmel, Herz, Joch, das. Was? Doch Himmelherz jaucht das Herz und macht einen Freudensprung. Da bin ich. Wisst ihr, wo das her ist? Ja. Bernhard und Bianca. Sag mal nix. Ah, okay. So, hier, Typ, sprich. Wer ist da? Ihr seht wie ein Nordländer aus. Wir haben in letzter Zeit einige von euch gesehen und ich kann nicht behaupten, dass ihr willkommen seid. Falls ihr in der Halle von Lanuch nach Gastfreundschaft sucht, werde ich euch nicht aufhalten. Aber die Tage werden dunkler, Duvodiat. So sagt er nicht einfach Dovahkiin. Und ihr werdet die Stimmung
in Brennenzalle vielleicht nicht mögen. Sprecht mit der Wache außerhalb Brennenzalle. Vielleicht wird sie euch hineinlassen, vielleicht auch nicht. Wenn in unserem Dorf Ärger bereitet, werdet ihr im großen Bogen rausgeschmissen, um den Rest eurer Art zu wahren. Im hohen Bogen. So, guten Tag. Halt, identifiziert euch vor der Halle von Glyn Brennen der Uluch. Uchluch? Uluch? Wie auch immer. Dodarik? Ihr müsst einer der Duvodiat sein, die in letzter Zeit herumgeschlichen sind. Welch übler Wind hat euch wie einen Bettler aus der Wildnis vor unsere Tore gebracht? Wenn ihr in der Halle Gastfreundschaft ersucht, dann sei es so, aber die Erlaubnis kommt von Glyn Brennen, nicht von mir. Ein Wort der Warnung, Duvodiat. Es gibt Gerüchte, dass sich Waldläufer aus der Wildnis hier herumschleichen. Nach dem Gesetz unseres Hauses sind sie nicht willkommen. Genauso wenig wie jene, die für sie spionieren. Also passt auf, was ihr sagt und tut, wenn ihr keinen Ärger wollt. Hey, wir sind ganz harmlose Wanderer. So. Das sagt der Hobbit genau. Ihr wollt einem armen alten Mann doch nicht seine Krücke nehmen. Ach nee, Moment. So. Das müsstet ihr jetzt aber kennen, also ich bitte euch. Wo das Zitat her war. Ah. Nicht? Hey, Moment, wer ist das denn hier? Quilhum. Abgesandter von Isengard. Isengard. Was haben wir denn hier? Ein bisschen fern von eurem Heim, nicht wahr, Duvodiat? Ihr seid hier nicht willkommen. Die Angelegenheiten des Dunlands gehen euch nichts an und eure Anwesenheit sorgt lediglich für Anspannung, die den vorläufigen Frieden dieser Lande aufs Spiel setzen. Mit dem Pakt, den ich anbiete, würde dieses Land im Schutze von Isengard auf ewig vor der anstehenden Bedrohung der Nordmenschen sicher sein. Nun verschwindet, bevor ich mich dazu verleiten lasse, euch zu entfernen. Tö? Hat euch denn gefragt? Und noch so einer hier. Huch. Ich hab mich in diesem elenden Kaff eigentlich nur noch... Was nochmal? Ich hab mich in diesem elenden Kaff eigentlich nur nach ein bisschen Übung umgesehen. Niemals hätte ich mir erhofft, dass ein närrischer Duvodiat kommen und sich meinen Klingen anbieten würde. Leider muss ich noch geduldig bleiben. Mein Herr hat noch Dinge mit den Brennen zu besprechen. Aber geht nicht zu weit weg, kleiner Strolch. Wenn der Vertrag erst einmal unterschrieben ist, werde ich Zeit haben, mich um Leute wie euch zu kümmern. Muhahaha. Achso, Entschuldigung, stand da ja gar nicht. Aufs Maul. Aufs Maul? Oh nee, es geht schon. Ah nee, ist ja hier kein. Herr Koffig. Hört mich an, Duvodiat, denn ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Und, bei wem soll ich jetzt hier annehmen? Hier oder? Alle. Achso, okay. Der Rat von Brennin. Eure Anwesenheit verwundert mich. Nein, hier verwundert mich nicht, Duvodiat. Unser Dorf ist zwischen Mächten gefangen. Auf der einen Seite haben wir den Abgesandten von Saruman dem Weißen, der unsere Treue in den kommenden Schlachten verlangt, und auf der anderen Seite stoßen die Duvodiat aus dem Norden wieder einmal ungewollt in unser Land. Glyn Brennen wird bald einen Rat halten, um unseren Weg zu entscheiden. Wir haben nicht viel für die Menschen des Nordens übrig, doch wir sind auch nicht blind. Wir sehen, was mit unseren Brüdern im Dunland geschieht. Sie werden Isengard in den kommenden Kriegen als Puppen dienen und viele von ihnen werden ihre Heimat nie wieder zu Gesicht bekommen. Aber wenn wir ablehnen, müssen wir vielleicht gegen unsere eigenen Brüder kämpfen oder gegen die brutalen Halborks, die unter dem Banner der Weißen Hand unterwegs sind. Ich weiß nicht, was wohl schlimmer wäre. Wisst, dass Glyn Brennen diesbezüglich noch keine Entscheidung gefällt hat, Duvodiat. Stellt den Brehurs euren Wert unter Beweis, dann bringt Glyn vielleicht den Willen auf, um dem Abgesandten von Isengard zu widerstehen. Andernfalls befürchte ich, dass eure Freunde bald von Sarumans Armeen gejagt werden und unsere Männer bald in den Krieg im Süden ziehen werden, zu einem Schicksal, das mir unbekannt ist. Jo. Plünderer sind in unser Lande gekommen und haben begonnen, Vieh zu töten und Bewohner zu bedrohen. Im Süden steigt Rauch auf und ich fürchte, dass es von unseren Katrefs kommt, die in der Nacht von den eindringenden Halborks niedergebrannt werden. Glyn Brennen hat unseren Kriegern verboten, sich ins Feld zu begeben, aus Angst, dass das Dorf selbst niedergebrannt werden könnte. Also bitte ich euch, die Katrefs zu suchen und zu sehen, ob jemand verbleibt.
wenn's schwarzer Rauch ist, dann brennt's noch. Wenn's weißer Rauch ist, dann brennt's nicht mehr. Das haben wir ja bei Walking Dead gelernt. Ja, wenn weißer Rauch kommt, ist der neue Papst gewählt. So kann man es natürlich auch sehen. Aber ein neuer Papst in Walking Dead? Ich dachte, Herr der Ringe Online. Ein neuer Gandalf wurde gewählt. Treffen sich zwei Päpste. So, das geht wirklich mittlerweile. Echt? Ja, der eine ist doch zurückgetreten, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, somit aber... somit können sich theoretisch zwei Päpste treffen. Ja. Ist ja nicht immer so, dass die den Dienst mit Tod erst abgeben, oder? Ja, eigentlich schon, aber hier der Deutsche ist ja zurückgetreten. Ja, wie immer. Ich meine, typisch deutsch. Naja, gut. Was wird das? Eine Waffe vergangener Zeiten. Sagt mir, Dovodiad, ist es wahr, dass die Mächte von Angmar auf ein neues Erwachen? Haben die Elben sich wahrhaftig mit dem Hexenkönig aus dem Norden verbündet, so wie die Legenden berichten? Vor ein paar Wochen kamen Krieger aus dem Süden, um in Isengards Auftrag nach Eregion zu reisen und zu kämpfen. Doch seitdem haben wir lediglich düstere Gerüchte gehört. Wie die Einzelheiten auch sein mögen, der Krieg wird bald zu uns kommen. Das sage ich euch. Wenn nur die Axt meines Vaters noch ganz wäre, würde ich mir keine Sorgen um den Kampf machen. Sie wurde von den Zwergen hergestellt, früher in den Tagen, als Troas Leute noch in den Bergen lebten. Aber die Zeit zerrt an allen Dingen und die Axt ist vor ein paar Jahren zerbrochen. Niemand hier hat die Fähigkeit, um eine solche Waffe zu reparieren. Aber es gibt Gerüchte, dass noch immer Zwerge im fernen Norden leben und einige ihrer Geheimnisse des Handwerks mit den dortigen Menschen geteilt haben. Ich dachte, falls dies wirklich wahr wäre, könnte ich die Axt vielleicht reparieren lassen. Was meint ihr, Dovodiad? Kennt ihr die Geheimnisse des Handwerks oder einen Zwerg, der die Klinge meines Vaters wiederherstellen könnte? Nehmt sie, falls dem so ist. Sie nützt mir in diesem Zustand nichts und meine Brüder würden mich zwingen, sie einzuschmelzen, um eine schlechtere Klinge zu fertigen. Ich will nicht, dass sie solch ein Ende findet, wenn sie noch repariert werden kann. Wenn ihr es schafft, werde ich in eurer Schuld stehen und beim Rat von Brehur zu euren Gunsten sprechen. Okay. Die zwei auch noch. Wenn ich mich gegen Isengard aussprechen soll, benötige ich Beweise, dass die Halborks in Diensten Saruman stehen. Wir wollen nicht vor Orthanc niederknien, aber wir fürchten uns vor dem, was geschehen könnte, falls wir dies nicht tun sollten. Wenn ich handfeste Beweise für Isengards Verwicklung in diese Angriffe hätte, könnte mein Volk und ich unseren Zorn frei aussprechen und Saruman die einfache Unterwerfung verwehren, die sich von uns erwartet. Wenn ihr bei den Angreifern in Nan Lenglin irgendein Zeichen von Isengards Verwicklung finden könntet, wäre dies alles, was ich benötigen würde. Sogar die Uchluth brauchen gelegentlich etwas Hilfe. Ja, gut. Er hat gerade gesprochen. Südlich von hier steigen Rauchsäulen in die Luft auf. Die Heime meiner Leute brennen und wir haben nicht genug Streitmächte, um sie zu verteidigen, während Plünderer die Mauern dieses Dorfes bedrohen. Falls ihr uns helfen könnt, indem ihr die Halborks bekämpft oder sie zumindest für eine Weile beschäftigt haltet, werde ich euch im Rat unterstützen. Ansonsten, so scheint es, müssen wir gemeinsam mit unseren Brüdern aus dem Süden das Banner von Isengard tragen, damit wir nicht ohne Verbündete in die tosenden Schlachten gerissen werden, weil wir niemanden haben, nach dem wir in Zeiten der Not rufen können. So. Hast du alle? Ja, hier gibt's nichts mehr. Gut. Dann müssen wir es mal rüber in den Handwerkshallen.